Was geht ab, liebe Hüter, und herzlich willkommen zurück zu Destiny 2. Nach dem Stream gestern Nacht haben wir jetzt natürlich auch nochmal eine neue Folge wieder am Start gebracht. Und zwar machen wir hier weiter bei der Farm. Wir wollen da wieder, ich will da eigentlich nur zurück, aber anscheinend gibt es da eine Mission zu erledigen. Das machen wir mal gleich. Auf jeden Fall danke für euer Feedback und ja, ich habe jetzt auch schon Power Level 200 erreicht. Hab da aber auch an euch so ein, zwei Fragen, und zwar die gelben Sachen. Ich werde die gleich einmal zeigen. Sind natürlich von der Schlagkraft weniger, aber haben bessere Effekte. Was würdet ihr mir da raten oder was macht ihr da in der Hinsicht? Schreibt das mal in die Kommentare rein, das würde mich freuen. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß dabei, weil hier scheint was abzugehen. Jo. Was du also sagen willst ist, wie wir es machen, ist es verkehrt. Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr, die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Okay, let's go! Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun. Du bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Ja, lustig. Lustig. Das klingt nach jeder Menge Spaß, oder? Was meint ihr? Spaß garantiert? Na klar. Wie geht's jetzt weiter? Ignorier den Vogel einfach. Hier spielt die Musik. So. Ich zeige euch mal, um was für Sachen es geht. Und zwar ist es nur einmal das hier. Maschinenpistole. Wir gehen mal in die Details. Da ist natürlich einiges. Setze deine Waffe auf ihre Standarderscheinung zurück. Ihr seht's ja, das ist einmal die Maschinenpistole, aber wenn ich die mit meiner jetzigen Automatik, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und natürlich auch hier der. Ne? Schreibt mal was in den Kommentaren, das würde mich freuen, was ihr davon haltet. Und jetzt würde ich sagen,
Schau mal, was wir erledigen dürfen. Die rote Schlacht spricht mit Horften auf der Farm. Okay. Schauen wir aber erstmal, was hier. Okay. Guide, Spiele, Beta. Willkommen. Mit diesem Ticket kannst du Clans und Guide-Spiele suchen. Guide-Spiele, Aktivitäten findest du im Navigator. Okay. Aha. Aha. Brauchst du etwas mehr? Willkommen beim Everversum. Na, Geschenke nehmen wir doch gerne an. Oha. Ach. Ach, du heilige Makrele. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast, Hüter. Was haben wir denn jetzt bitte schön alles bekommen? Da nichts, hier nichts. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass der Turm einmal fallen wird. Aber ich muss schon sagen, mir gefällt, wie alles jetzt aussieht. Zerlegen? Hast du etwas für mich? Zerlegen? Was haben wir denn jetzt alles bekommen? Ein neues Schiff? Okay, und wir haben unseren Windwürger. Nicht schlecht. Ausrüsten, natürlich ausrüsten. Geil. Alles, was Fenchurch anschleppt, lässt sich auch verkaufen. Du schreibst Geschichte, Hüter. Sonst wirst du zu dem Opfer. Okay, das war ja so, genau. Alles klar, okay. Wir können jetzt in Clans beitreten. Du hast zurzeit keine Clan-Einladung. Einladung, Option, die Clans. Schau dir doch mal diese Bäume an. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Sieht nach einem falschen Alarm aus. Was haben wir denn alles im Inventar bekommen? Was ist das? Komisch angeguckt? Ich glaube schon, weil du ein Vogel bist. Modifikation. Verändert die Waffen. Was wir nicht alles bekommen haben. Aber wo kann ich denn jetzt nach Clan suchen? Da habe ich doch was für bekommen. Und was, warum kann ich denn hier? Was wollt ihr von mir? Ansprechen. Glorreich. War das nicht glorreich? Die Kabale Richtig am Leben, Arseid. Hier gibt's nichts zum Abballern. Explosionen machen alles besser. Ah, oh. Okay. Nicht verdient. Blut tut gut. Blut tut gut. Boah, Alter. Scout-Gewehr, was geht? Dann haben wir hier noch was bekommen.
generiert Waffenmeister Telemetrie für Solarwaffenkills. Nichts, hm? Ganz sicher. Chance auf zusätzliche Gruppenverbrauchgegenstände im Schmelzziegel. Okay. Es gibt noch genügend Kämpfe zu bestreiten, Hüter. An die Arbeit. Okay. Wir haben getan, was wir konnten. Sie hat hier echt gute Arbeit geleistet. Was geht? Farmaufseher. Erinnerst du dich noch an die Kabalbasis in der Nähe? Ein Kumpel von Gaul ist da der Boss. Tumus. Wir wissen, dass er Zugang zur Allmacht hat. Du stürmst die Basis, klaust Tumus Schiff, schleichst dich damit an Bord der Allmacht und legst sie lahm, bevor unsere Sonne zerstört wird. Ach so, Tumus kannst du dann auch gleich erledigen. Gib das Signal und wir stürmen die Stadt und erobern sie zurück. Muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du von einem interplanetarischen Ausflug zurückkommst. Erst recht nicht mit der Vorhut. Ich sag dir, die Rotlegion hat keine Chance. Neue Meilenstein. Sprich mit Zavala. Sprich mit Clyde. Neue Meilenstein heraus. Sprich mit Ikora. Gib auf dich acht, okay? Drücke. Schau dir doch mal diese Bäume an. Könnte ich mich dran gewöhnen. Okay, Mit jedem Tag wird der Schmelz. Ich bin immer noch hier, Savala. Bist du noch da? Du musst mich nicht alle 10 Minuten kontrollieren. Ich sorge dafür. Da geht's weiter. Ja. Diese Schichten machen mich fertig. Hast du was für mich? Gibt's jetzt überall was Neues? Ach, was weiß ich denn? Was weiß ich denn schon? Sprich mit mir. Was haben wir denn alles? Strikes, Patrouillen, die rote Schlacht. Okay. Titan. Schau dir doch mal diese Bäume an. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Hast du was auf dem Herzen? Spieler gegen Spieler. Ich muss auf jeden Fall hier noch mit einigen reden. Schau dir doch mal. Könnte ich mich dran gewöhnen? Ja. Jägervorhut. Warlock-Vorhut. Das Licht zu verlieren war niederschmetternd. Wir waren so leichtsinnig, sahen unsere Macht als selbstverständlich an. Nie wieder. Wo du auch hingehst, suche wahre Herausforderungen. Wachse über dich selbst hinaus. Sei niemals zufrieden. Sollte sich etwas zwischen dich und das Licht stellen, zerstöre es. Jeder Sieg schärft Geist und Körper. Und zeige unseren Feinden die... Trage das Licht in dir. Was brauchst du? Ab heute autorisiere ich Strike-Einsätze neu. Strikes dienen als Rückgrat unserer Verteidigung gegen unsere Feinde. Sei stark. Was das alles bedeutet, das wissen wir ja schon. Das brauchen wir jetzt auch nicht durchgehen. Okay. Hey. Denkst du manchmal, dass dein Gehirn durch Zögern versucht, dich von einem schrecklichen Fehler abzuhalten? Ja, ich auch. Ich habe mich gemeldet, das Patrouillennetzwerk anzuschließen. Okay. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Weil, was, wenn ich's vermassle? Ist so wichtig. Mit dem Netzwerk führen wir überall Operationen durch. Für Nachschub, Aufklärung etc. Ich denke mir also, was soll ich tun? Und tada, da bist du. So kompetent, so fleißig, so gewillt nach den Regeln zu spielen. Was ich damit sagen will, rette mich. Mach keine Faxen. Alles klar, mach keine Faxen, hat er gerade gesagt. Tyra, du machst deine Faxen. Okay. Wenn jemand
Ah, hier sind die Strikes. Alles klar. Was gibt's? Legendäre Ausrüstung, Patrouillen. Arcus regt sich die rote Schlacht. Wenn du sie siehst, dann sag Hawthorne, dass sie mir eine Revanche schuldet. Die letzten beiden Zellen. Okay. Das mit den Clans habe ich noch nicht verstanden. Wie kann ich denn jetzt einem beitreten? Weiß das einer? Brauchst du was? Benutzen. Abgeben, abgeben. Die letzten beiden zählen nicht. Gibt es etwas zu berichten, Hüter? Modifikation. Verändert mit diesen Waffennummern das Aussehen. Shadow. Wenn du sie siehst, dann sag Hawthorne, dass sie mir eine Revanche schuldet. Die letzten beiden zählen nicht. Jäger Vorhut, ja. Was geht, Hüter? Hier sind die Schmelzziegel. Doch nicht das Licht der Stadt. Hat mich das vergessen. Was brauchst du? Hier ist noch einer. Was kann ich in einem Terminal? Tresor. Sammlung. Exotische Waffen. Legendäre Bruchstücke. Außerdem, was würde ich nur machen, wenn die Kabale dich als Zielscheibe benutzen? Wer war der Typ, den du gesucht hast? Die erste Welle. Oha. Na, wenn das jemand weiß mit den Clans, das kann er gerne mal reinschreiben. Ich habe so viel Zeit versunken in der Vergangenheit verbracht. Natürlich helfen rhythmische Bewegungen nicht wirklich im Kampf, aber es fühlt sich gut an. Und das ist auch was wert. Okay. Wie viele Minuten? 20 haben wir fast rum. Sie haben alles verloren. Außer unseren Schmerzen. Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall nicht, nochmal eine Mission anzufangen. Schauen wir nochmal. Scout-Gewehr, genau. Das hatten wir. Impulsgewehr kann weg. Das wissen wir noch nicht. Scout-Gewehr kann weg. Wunderschön, aber was darauf folgen könnte. Ah, behalten wir mal so. Haben wir jetzt mal ein bisschen gelevelt und so und auch ein paar Fragen gestellt. Bedeuten neue Verkaufsgebiete für das Everversum. Wer war das Typ, den du gesucht hast? Sollte ich sterben müssen. Wir fahren aber auf jeden Fall schon mal dahin, wo wir hin müssen. Natürlich helfen rhythmische Bewegungen nicht wirklich. Das ist der Strike. Ne, Patrouillenzugang. Ich habe so viel gelernt. Hier ist die Mission. Die Schlacht. Das denke ich mal, nehmen wir in der nächsten Folge. Fahren jetzt mal kurz in die Schlucht. Fahren ein bisschen mit den Sparrow. Und dann war es das auch schon. Also wie gesagt, wenn einer das mit den Clans mir mal erzählen könnte, das wäre echt nice von euch. Und jetzt schauen wir mal, was hier so alles geht. Das ist unser neues Raumschiff. Neues Raumschiff Sparrow Level 20. Alles, was geht. Ich werde es auch mal so betiteln, wie geht das mit den Clans? Doch. Damit ihr auch aktiv werdet da, das wäre echt nice von euch.
Herausforderung aktiv drücken und halten, um die Nacht zu... Herausforderung zu erhalte Zusatzspeute, indem du während einer Aktivität Herausforderungsziele abschließt. Okay. Fahrzeug rufen. Unser Sparrow ist am Start. Ja, Wolski. Einfach mal eine Runde cruisen. Die neue Waffe mal kurz antesten. Was war das denn für ein Freitags? Nice. Das neue Scoutgewehr ist auch nicht schlecht. Neue Raketenwerfer. Haut auch rein. Gut. Hauen wir die jetzt mal kurz hier weg. Okay, haben wir sie weggehauen. Also wie gesagt, wenn jemand weiß, wie das mit den Clans geht, schreibt das mal rein. Ich habe keine Ahnung. War jetzt auch zu faul, das zu lesen, muss ich auch ganz klar sagen. Weil Clans sind optimale Gruppen aus Freunden, die dein Online-Erlebnis besser machen. Koordiniere mit deinem Clan-Kameraden, Koop, Herausforderungen, extrapolieren. Tritt dem Clan deiner Freunde bei, schließe neue Freundschaften oder gründe deinen eigenen auf der Gefährten-App oder, ach so, auf der Gefährten-App oder auf Bungie.net. Alles klar. Dann ist das ja auch erledigt. Dann keine Clan-Übersicht verfügbar. Okay, muss man das wirklich über die App machen? Haut mir das in den Kommentaren, lasst mir nice. Und jetzt wünsche ich euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Haut rein.